Ich möchte nun zur Funktionsbeschreibung der ersten Wechselrichterschaltung kommen. Das ist der Halbbrückenwechselrichter. Dort wollen wir uns angucken, wie können wir eine Wechselspannung am Ausgang erzeugen. Bevor wir das machen, kurz eine Unterscheidung. Wir wollen jetzt unterscheiden, Halbbrückenwechselrichter entweder mit kapazitivem Mittelpunkt beziehungsweise einer bipolaren Versorgungsspannung. Das wäre der Fall, dass wir hier diese beiden Schalter haben. Wir lassen jetzt mal die Dioden der Einfachheit halber weg. Ja, wir sagen, wir schalten bloß um, entweder ist S plus geschlossen oder S minus geschlossen. Dann haben wir hier zwei Kondensatoren, die die Zwischenkreisspannung UD runterteilen, jeweils auf UD halbe, sodass wir einen kapazitiven Mittelpunkt haben, an den wir zum Beispiel den zweiten Anschluss unserer Last anschließen können. Und dann ist es möglich, dass wir hier eine Lastspannung kriegen, die keinen Gleichanteil enthält. Das wäre der erste Fall, also kapazitiver Mittelpunkt. Das entspricht dann einer Anordnung, wie man es auch manchmal sieht, dass wir hier zwei Spannungsquellen haben. Eine Spannung UD halbe in dieser Richtung, die andere Spannung minus UD halbe in der anderen Richtung. Die Last zwischen diesen beiden Spannungen angeschlossen und hier dann die beiden Schalter S plus und S minus. Dann können wir hier die Lastspannung entsprechend durch die Ansteuerung der Schalter generieren. Wobei, wie gesagt, bei Wechselrichtern das Ziel ist, dass im Mittel diese Lastspannung keinen Gleichanteil enthält. Das bedeutet, dass die mittleren Tastverhältnisse der beiden Schalter gleich sein werden, bezogen zumindest auf die Grundfrequenz der Ausgangsspannung. Das wäre der erste Fall. Manchmal ist es so, man hat hier keinen kapazitiven Spannungsteiler gegeben, beziehungsweise die Last kann nicht an diesen kapazitiven Mittelpunkt angeschlossen werden. Dann ist es so, dass man gegebenenfalls einen Kondensator zur Gleichspannungsentkopplung in Serie schaltet. Die Schaltung sieht dann wie folgt aus. Wir haben weiterhin unsere beiden Schalter der Halbbrücke in Serie geschaltet, S plus und S minus, wiederum an der Zwischenkreis- bzw. Eingangsspannung UD, haben dann hier die Last wiederum am Mittelpunkt der beiden Schalter angeschlossen, aber bevor wir zu der Last gehen, machen wir hier einen Koppelkondensator rein und dieser soll dann einen Gleichanteil von der Last fernhalten. Macht man zum Beispiel auch, wenn man Transformatoren vor einer Gleichspannung bewahren möchte, damit diese nicht durch die Gleichspannung in die Sättigung gehen, in isolierten DC-DC-Wandlern. Und die Idee ist jetzt folgende: Im stationären Zustand, wenn die beiden Schalter gleiche Tastverhältnisse haben, wird hier eine Gleichspannung drüber abfallen, über diesem Kondensator eine mittlere Gleichspannung, die ungefähr gleich UD halbe ist und in dieser Richtung abfällt. Und damit kriegen wir einen der beiden Anschlüsse der Last sozusagen auch wieder versetzt um dieses Potenzial UD halbe, sodass dann im Mittel hier auch wieder eine Lastspannung abfallen wird, die keinen Gleichanteil enthält, selbst wenn wir hier bloß den Plus- und den Minuspol durchschalten können. Das heißt, entweder bloß die Spannung plus UD oder 0 Volt hier links von dem Koppelkondensator als Brückenspannung anschließen können, werden wir dadurch jetzt diesen Versatz kriegen um die Spannung UD halbe. Das kann man sich dann so vorstellen, wir haben tatsächlich diesen Halbbrückenzweig und haben sozusagen wie eine Spannungsquelle in Serie zur Last. Wobei das Interessante hierbei ist, tatsächlich, hier habe ich jetzt geschrieben, UC-Mittel ungefähr UD halbe, tatsächlich wäre das UC-Mittel wäre proportional zu D mal UD, wenn D die mittlere Einschaltzeit des oberen Transistors ist, wenn die immer abwechselnd angesteuert sind. Das heißt, das hier gilt bloß für den speziellen Fall, dass das mittlere Tastverhältnis 0,5 beträgt. Dann können wir das auch betrachten als Ersatzschaltung hier auf der linken Seite, dass wir sozusagen diese Spannungsquelle mit dieser mittleren Spannung UC-Mittel haben, die eine Funktion des Tastverhältnisses sein wird, die dann dafür sorgt, dass wir hier keine Gleichspannung an der Last kriegen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, unabhängig von der Realisierung, entweder mit diesem kapazitiven Mittelpunkt oder mit diesem Gleichspannungsentkopplungskondensator, wollen wir uns jetzt angucken, wie können wir das ansteuern, die beiden Transistoren S plus und S minus, so dass wir eine reine Wechselspannung am Ausgang kriegen. Dazu wollen wir jetzt hier die beiden Spannungen einführen, und zwar einerseits die Spannung bezogen auf den Mittelpunkt UA0 und andererseits die Spannung bezogen auf den Minuspol am Ausgang der Brücke, die Spannung UA, und uns diese beiden mal anschauen. Wir werden jetzt hier diese Schaltung mit dem kapazitiven Mittelpunkt nehmen, aber die Überlegungen sind eigentlich identisch zu der zweiten Schaltung, die dort drunter ist. Ich habe jetzt also hier nochmals diese Schaltung
abgezeichnet und wir wollen uns jetzt angucken, wie kommen wir zu einer Wechselspannung an der Last, und dazu kommen wir jetzt zwei unterschiedliche Verfahren an. Das erste wird sein die sogenannte Grundfrequenztaktung. Das ist sozusagen das intuitive, einfachste Verfahren, wie wir eine Wechselspannung erzeugen können. Das heißt, S plus und S minus sind jeweils für die Hälfte der Periode eingeschaltet bzw. ausgeschaltet. Das heißt, die werden natürlich abwechselnd ein- und ausschalten, und dann kriegen wir im einfachsten Fall hier eine Wechselspannung an der Last. Das heißt, wenn wir das mal darstellen, möchte ich mal die Steuersignale reinmachen hier für S plus. Wir vernachlässigen jetzt mal die Totzeit. Hier drunter dann die Ansteuerung für S minus. Dann wird das so sein, komplementär zueinander sind jeweils die beiden Schalter in dieser Halbbrücke angesteuert, jeweils für die Hälfte der Periode, wobei die Periode bezieht sich jetzt auf die Periode der Ausgangsspannung. Und dann kriegen wir, wenn wir die Ausgangsspannung darstellen wollen, folgenden Verlauf der Lastspannung. Wenn jetzt der Schalter S plus eingeschaltet ist, schalten wir den Pluspol an den Mittelpunkt zwischen den beiden Schaltern, und ist der Schalter S minus eingeschaltet, schalten wir den Minuspol rüber. Entsprechend die Spannung UA wird gleich der Spannung UD sein, wenn S plus eingeschaltet ist und S minus aus. Und sie wird 0 sein, wenn S minus ein ist und S plus aus. Das heißt, in dieser ersten Hälfte werden wir die Spannung plus UD an der Last kriegen und in der zweiten Hälfte der Periode 0. Und da sehen wir schon, dass das Problem ist, wenn wir direkt sozusagen ohne kapazitiven Mittelpunkt die Last parallel zu S- anschließen. Das ist keine reine Wechselspannung, sondern wir haben hier einen Gleichanteil drin, der jetzt in diesem Fall der Hälfte der eingangsseitigen Zwischenkreisspannung entspricht. Das heißt hier, das wäre sozusagen der Mittelwert. UA Mittel ist UD halbe. Und aus diesem Grund haben wir dann unsere Last, weil wir eine Wechselspannungslast haben bzw. Wechselstromenergie zur Verfügung stellen wollen, jetzt angeschlossen zwischen dem Mittelpunkt der Brücke und diesem kapazitiven Mittelpunkt bzw. diesen Entkoppelkondensator drin, der dann genau um UD halbe diese Spannung reduzieren wird. Und dann kriegen wir für die Spannung UA0 eine Wechselspannung, die jetzt rechteckförmig ist, Spitzenwert hat von plus UD halbe bzw. hier einen negativen Scheitelwert hat von minus UD halbe, und die jetzt tatsächlich sozusagen eine Wechselspannung ist. Und man kann sich jetzt vorstellen, die enthält jetzt hier so einen Grundschwingungsanteil, so einen Sinusanteil, wenn wir im Sinne der Fourier-Reihenentwicklung hier das in eine Fourier-Reihe zerlegen würden. Und das ist jetzt die Frequenzkomponente, die uns im Wesentlichen interessiert, wenn wir sagen, okay, unsere Last nimmt nur bei der Grundschwingung Energie auf, was ist so der Grundgedanke eigentlich des Wechselrichters ist. Das gilt jetzt natürlich nicht für DC-DC-Wandler in diesem Sinne, da kann das anders eine Rolle spielen, aber tatsächlich, wenn wir sagen, eine reine AC-Last würde jetzt nur bei dieser Grundschwingung Energie aufnehmen, dann interessiert uns bloß die Frequenz und die Amplitude dieser Grundschwingung. Und tatsächlich hier bei dieser Grundfrequenztaktung, wenn man sich das so betrachtet, sehen wir, ist diese Frequenz, und deswegen haben wir die so eingeführt, die Periodendauer, gerade die Periodendauer, mit der diese beiden Transistoren angesteuert werden. Und das ist jetzt so die einfachste Art und Weise, wie wir eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umwandeln. Also man könnte sich vorstellen, dieser Umschalter, den wir kennengelernt haben, der polt jetzt bloß diesen einen Ausgangsanschluss um zwischen plus UD halbe und minus UD halbe und erzeugt damit eine rechteckförmige Wechselspannung am Ausgang.